Dann würde ich sagen, starten wir auch und beginnen mit einem kleinen Einstieg zum Thema ja, Gold. Das Thema gerade unsere Kunden, von denen, wie ich sehe, heute auch einige hier als Teilnehmer dabei sind, die schon länger mit uns arbeiten, die wissen, dass wir grundsätzlich auf jeden Fall Edelmetall-Fans sind, insbesondere eben Gold- und Silber-Fans sind, da auch immer darauf hingewiesen haben, auch schon im Nachgang oder ja im Rahmen der Finanzkrise 2008 auf die Funktionen von Edelmetallen in der Vermögensstruktur hingewiesen haben, diese auch in der täglichen Praxis im Rahmen der Finanzplanung, Herleitung der Anlagestrategie, wird die Vermögensklasse auch immer wieder eingesetzt, ist natürlich auch gerade auch in den Depots der Kunden in der Vermögensverwaltung ein fester Bestandteil, insbesondere, aber dazu kommen wir ja noch, welche Funktionen das Edelmetall haben kann, aber insbesondere eben als strategische Absicherungsposition. Aber vielleicht mal ganz kurz, ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal auf unserer Webseite gesucht. Also erstmal muss man sagen, es ist spannend zu sehen, wenn man mal in die eigene Vergangenheit schaut, wie sich Dinge weiterentwickelt haben, inklusive unseres Logos. Christoph, vielleicht weiß, sieht heute immer noch so aus wie auf dem Foto. Ich weiß nicht genau, wie er das macht. Aber sei es drum, auf jeden Fall, ich habe mal geschaut, wir haben, wenn man das Wort Edelmetall auf unserer Seite eingibt, 13 Seiten Suchergebnisse zu diesem Thema, zu unterschiedlichsten Aspekten im Bereich Edelmetalle. Aber worauf ich einfach an dieser Stelle auch nochmal hinweisen möchte, ich habe es eben schon gesagt, wir haben schon im Rahmen der Finanzkrise und auch der sich anschließenden Eurokrise das Thema Edelmetalle immer in der Vermögensstruktur mit eingesetzt und auch immer bei der Herleitung der Anlagestrategie mit berücksichtigt. Allerdings war da schon immer für uns sehr, sehr wichtig, und Sie sehen es auch an den Titel oder an den Überschriften der einzelnen Fachartikel, es ging nicht um ein blindes Abbilden des Edelmetalls oder dieses Thema, um es mit den Worten von Christoph Leichtweiß in Analogie zum Fußball zu sagen, ja sozusagen in der Ultraposition das Thema abzubilden, zu sagen, okay, also koste es, was es wolle, wir brauchen auf jeden Fall Edelmetalle und das ist sozusagen das Nonplusultra, sondern es war schon immer wichtig, fachlich fundiert und handwerklich sauber zu schauen, wie hoch muss die Quote sein in der Vermögensstruktur, welche Aspekte müssen ansonsten berücksichtigt werden, und wie kann ich am sinnvollsten Edelmetalle in die Struktur integrieren. Daran hat sich seit ja, 2009 beziehungsweise ja doch 2010 ist hier der älteste Artikel nichts geändert. Dem ist auch heute noch so, deswegen Edelmetalle, wie gesagt, ein wichtiger Punkt, aber eben nicht um jeden Preis. Insbesondere da Edelmetalle doch, wenn man sich einfach mal den Wertverlauf dieser Anlageklasse anschaut, ja vielleicht doch nicht so der Allheilbringer sind, wie sie teilweise dargestellt werden oder auch in der Wahrnehmung sind. Denn letzten Endes muss man sagen, Edelmetalle zum einen, dazu wird Christoph aber auch jetzt im weiteren Verlauf noch viel sagen, vielleicht doch nicht unbedingt ein schlichter Bankkontenersatz aufgrund von Schwankungen etc. Und man muss sagen, auch wenn es viele, viele ja Edelmetallverfechter gibt, die immer wieder die Höchststände anpreisen beziehungsweise Herleitungen geben, weshalb sich die Kurse auf absehbare Zeit noch deutlich verstärken werden oder erhöhen werden. Aber man sieht, es gab doch auch lange, lange Phasen, in denen man als Edelmetallinvestor einen langen Atem haben musste, weil sich Kurse deutlich seitwärts bewegt haben. Und man sieht, wir sind auch heute noch nicht zurück bei den Höchstständen, die wir eben im Rahmen der Finanz- und Eurokrise hatten. Das heißt also, wichtiger Hinweis und vorab als einleitende Worte, Edelmetalle ja, allerdings fachlich fundiert und in einer sinnvollen Art und Weise eingesetzt. Ich denke, dafür stehen wir grundsätzlich. Und deswegen möchte ich jetzt auch übergeben an Christoph, der uns erstmal einen Einblick geben wird auf die allgemeine Situation. So, bitteschön. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite darf ich Sie herzlich begrüßen zu einem ja, sehr bekannten Thema. Sie kennen das alle bei uns. Ich versuche mal noch die Webcam auch anzuschalten, damit Sie auch mein hübsches Antlitz auch noch sehen können in diesen düsteren Zeiten. Also,
Investment Case für Gold. Ich denke, es gibt momentan verschiedenste Themen und ich habe mal versucht, das Ganze für Sie so zu ordnen und zu strukturieren, dass Sie das auch mal im Kontext sehen. Wir beginnen zunächst mit einem großen Thema, Staatsverschuldung, aktuell natürlich in aller Munde. Wir befinden uns in einem künstlichen Koma. Die Politik zwingt die Wirtschaft in eine Schockstarre. Wir sehen dementsprechend massive Verwerfungen. Wir diskutieren aktuell nur noch über die Frage, ist es nur eine Rezession oder wird es tatsächlich eine Depression? Die Marktteilnehmer, aber auch die supranationalen Organisationen wie Internationaler Währungsfonds und ähnliche, die überbieten sich momentan gefühlt mit den schwarzen Aussichten. Also es scheint so, als möchte man sehr stark vorbauen, um im Nachhinein sagen zu können, ho, wir haben euch ja gesagt, das wird schlimm, aber ganz so schlimm ist es nicht geworden. Dementsprechend sehen wir momentan erstmalig ein Hand in Hand von Fiskalpolitik, also Maßnahmen der Regierungen und eben auch der Geldpolitik, konkret der Notenbanken, die hier Hand in Hand gemeinsam versuchen, diese selbsterlegte Schockstarre über monetäre Maßnahmen letztendlich hier zu kompensieren. Und wenn wir das Ganze mal im großen Bild hier betrachten, dann sehen Sie hier dargestellt die Staatsverschuldung, dargestellt an der rechten Skala der OECD-Staaten dementsprechend. Sie sehen dann in verschiedenen Farben die Renditen der Staatsanleihen, also wenn Sie so wollen, der Preis dessen, was der Schuldner für seine Kredite zahlen muss. Und Sie sehen schon, dass die Schulden hier insbesondere im Nachgang der Finanzkrise relativ stark angestiegen sind. Der Grund lag letztendlich darin, dass wir private Schulden, da ist ja die eine oder andere Blase geplatzt, beispielsweise im Immobilienmarkt, was dann die Banken gestresst hat, was dann entsprechend die Banken sehr stark getroffen hat. Dementsprechend mussten die Staaten einsteigen. Also haben wir hier eine Privatisierung von Schulden gesehen. Also die Schulden auf der staatlichen Seite massiv angestiegen. Die Notenbanken haben das Ganze flankiert mit sehr niedrigen Zinsen. Und Sie sehen schon insgesamt momentan diese Tendenz, wenn wir das Ganze über mehrere Jahrzehnte mal betrachten, dann sehen wir, dass die Schulden steigen und auf der anderen Seite der Preis, den die Schuldner für diese Schulden zahlen müssen, der wird immer geringer. Man könnte vielleicht auch sagen, die Staaten könnten sich das heutige Schuldenniveau in absoluten Euros, Dollars oder Yen mit den Zinsen von vor 30 Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr leisten. Und dementsprechend dieser Zusammenhang aus Verschuldung und Zinsen als Preis der Schulden, der ist natürlich essentiell. Man kann jetzt davon ausgehen, dass die Staatsverschuldung im Rahmen der notwendigen Konjunkturmaßnahmen ein gutes Stück nach oben gehen wird. Insbesondere, wenn wir uns klar machen, dass die Verschuldung ja nicht nur in Euros absolut gemessen wird, sondern häufig in Relation zur Wirtschaftsleistung. Die Wirtschaftsleistung wird nun sinken, die Schulden werden steigen. Dementsprechend wird sich natürlich dieser Quotient ins Negative verändern und dementsprechend bekommt das Thema Schulden und Schuldentragfähigkeit natürlich wiederum eine neue Komponente. Wir sehen, dass die Notenbanken sich hier auch sehr aktiv zeigen. Das ist natürlich im ersten Schritt auch, um die Konjunkturmaßnahmen hier entsprechend zu stützen. Hier geht es ja erstmal nicht um neue Konjunkturpakete für zusätzliches Wachstum, sondern im ersten Schritt möchte man ja das ausgleichen, was aufgrund der künstlichen Schockstarre momentan wegfällt. Und das dürfen wir an dieser Stelle nicht ganz außer Acht lassen. Vor allem geht es natürlich auch darum, diesen Kreislauf aus Problemen in der Realwirtschaft aus Krediten, die nicht zurückgeführt würden, die bei Banken zu Abschreibungen führen. Diese Abschreibungen führen wieder zu Misstrauen im Bankensystem, die führen zu Misstrauen am Euro-Anleihemarkt. Und dementsprechend sind auch die Notenbankinterventionen so zu verstehen, dass man natürlich das Vertrauen im Finanzsystem, das Vertrauen auf Liquidität dementsprechend auf einem vernünftigen Niveau halten möchte. Sie sehen es hier dargestellt, die Bilanzsumme der US-Notenbank. Wir sehen hier vor allem auch in Grau dargestellt, dass eine Rezession in den USA, wir können uns sicher sein, dass wir natürlich auch hier später einen grauen Balken einzeichnen können. Die Frage ist nur, wie breit er sein wird, also sprich, wie lang die Rezession dauern wird. Aber wir können schon sehr schön feststellen, dass diese Bilanzsumme der US-Notenbank massiv angestiegen ist im Rahmen der Stabilisierungsmaßnahmen der Hypothekenkrise. Dann das Ganze nochmal natürlich auch angestiegen, Operation Twist und ähnliches. Also wir haben sehr, sehr viele Interventionen der Notenbanken in die marktwirtschaftlichen Prozesse gesehen. Fallende Zinsen, das eine, aber auch die Maßnahmen natürlich zum Ankauf von Anleihen. Dann hat die US-Notenbank versucht, ihre Bilanz so ein bisschen zu reduzieren.
Und jetzt haben Sie natürlich hier diesen ganz massiven Anstieg. Das heißt, die Notenbankbilanz in den USA mittlerweile auf, ja, roundabout 6 Billionen US-Dollar angestiegen. Und um das nochmal klar zu machen, auch über welche Dimensionen wir aktuell reden, dann sehen Sie hier nochmal die Veränderung, konkret die Veränderung der Bilanzsumme in Prozent auf Sicht eines Quartals. Und da sehen Sie schon knapp 40% und das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Das sind natürlich Themen, die die Marktteilnehmer bewegen, weil die Kernthematik, die sich momentan natürlich an vielen Stellen aufwirft, ist, wird der Preis dieser jetzigen Stabilität, wird der Preis dieser Ausweitung der Bilanzsummen der Notenbanken irgendwann natürlich dazu führen, dass wir das Vertrauen in das Geldsystem verlieren, dass wir vielleicht sogar Inflationsschocks bekommen und dementsprechend sind diese Veränderungen nicht nur in absoluter Größenordnung wahrzunehmen, sondern auch in der relativen Veränderung. Auf der anderen Seite, das muss auch klar gesagt sein, sind wir in Relation zu einem anderen Industrieland, namentlich Japan, noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Das heißt, wir betrachten jetzt mal nicht die Notenbankbilanz in absoluten Euro oder Dollar, sondern wir setzen die Notenbankbilanz in Relation zur Wirtschaftsleistung. Und da sehen Sie, dass auf Basis der jüngst vorhandenen Zahlen, wo das Wirtschaftswachstum oder die Wirtschaftsleistung noch nicht gefallen ist, sehen Sie insgesamt, haben wir hier ein relativ gutes Verhältnis noch. Die USA mit, ja, etwas über 20%, jüngst deutlich ansteigend, die Eurozone etwas weiter mit 40, aber wir sehen schon Japan hier deutlich über den 100%. Und auch in Japan haben wir keine große Inflation gesehen, wir haben keine großen Proteste gesehen, wir haben jetzt keine vagabundierenden Horden hier durch die Straßen von Tokio bisher wahrnehmen können. Aber der Punkt ist ganz klar, wir sehen hier eine relative Veränderung und das etwas, was natürlich insbesondere für die Währung außerhalb des Finanzsystems spricht, für diesen Anker, den ja beispielsweise Gold ja auch bis zur Schließung des Goldfensters Anfang der 70er war. Sie wissen, damals war der Dollar an Gold gekoppelt, viele andere Währungen waren in den Dollar gekoppelt. Das heißt, wir hatten letztendlich auch eine gewisse Goldbindung der Währung und das hat man dann alles entsprechend aufgehoben und seitdem ist ja das Thema Geldschöpfung ja ein ganz anderes Thema. Von daher, auch wenn man sich historische Relationen anschaut, von Gold zu anderen Vermögensklassen und auch das absolute Verhalten von Gold im historischen Kontext, sollte man vielleicht immer die Zeit unterscheiden bis zur Schließung des Goldfensters und eben dementsprechend die Zeit davor. Wenn wir es also zusammenfassen an dieser Stelle, dann ist der Case für Gold aus dieser Thematik, denke ich, sehr offensichtlich. Das heißt, wir sehen eine massive Ausweitung der Staatsverschuldung. Wir sehen eine massive Ausweitung natürlich auch der Notenbankbilanzen und dementsprechend bleibt es abzuwarten, inwieweit diese Maßnahmen, die nun für Stabilität sorgen, die nun dafür sorgen, dass das Bilanzsystem nicht in eine große Schieflage kommt, ob der Preis eben irgendwann sein wird, dass schlagartig der Vertrauen in das Geldsystem, in die Währung wegfällt, respektive inwieweit wir vielleicht sogar das Thema stark steigende Inflation haben könnten. Hier muss man aktuell sagen, bisher sieht man das Thema nicht. Die Inflationserwartungen sind respektive hier eher nach unten gekommen. Wir haben eher einen disinflationären Schock. Das heißt, das Thema muss man momentan beobachten. Das Thema Schulden, das gilt es natürlich auch auf dem Schirm zu haben. Unser Big Picture werde ich am Schluss nochmal äußern, aber ich glaube, man sieht ja schon sehr stark die Argumente, die die Goldfans ja teilweise schon über 30, 40 Jahre bewegen. Also sprich, Sie finden, wenn Sie heute ein bisschen googeln, finden Sie Bücher, die haben vor 40 Jahren schon gesagt, aufgrund der US-Staatsverschuldung muss der Währungsschnitt kommen. Oder Sie haben es 2010, 2011, 2012 gesehen. Aufgrund der Schuldenthematik muss die Eurozone im nächsten Quartal auseinanderfallen. Sie wissen alle, dass es bisher nicht passiert. Wahrscheinlich auch deswegen nicht, weil die Notenbanken sich hier entsprechend auch natürlich am Markt engagieren und hier natürlich auch Vertrauen geben. Nur die Frage ist, inwieweit dieses Vertrauen irgendwann gegen eine Mauer fährt und dann dementsprechend in einem sehr starken Ereignis sich das Ganze hier aufbrechen könnte. Dementsprechend der Investment Case für Gold ist aktuell, das muss man ganz klar festhalten, stärker denn je. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch klar machen, dass es kein Geheimnis, dass die Situation so ist. Wir haben auch in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit gesehen, dass auf globaler Ebene ein zweistelliger Billionenbetrag an Anleihen negativ verzinst war.
Und wir haben hier einen sehr schönen Gleichlauf gesehen zwischen den negativ verzinsten Anleihen und dem Goldpreis. Das heißt, dieses Thema Negativzinsen, dieses Thema finanzielle Repression, was wir in der jüngeren Vergangenheit hatten, das hat sich durchaus schon in einem steigenden Goldpreis auch manifestiert. Und dementsprechend sollte man heute auch nicht aufgrund der offensichtlichen fundamentalen Datenlage einfach blind auf Gold setzen oder Gold extrem stark im Portfolio gewichten, sondern die Dosis macht hier das Gift. Und dementsprechend gilt mal als Leitlinie, je besser Ihr Vermögen diversifiziert ist, desto geringer kann der Anteil an Gold sein, desto schlechter die Diversifikation, die Risikostreuung in Ihrem Portfolio, desto höher muss im Endeffekt der Goldanteil sein, um vielleicht einseitige Ergebnisse hier entsprechend auszugleichen. Für wen machen Edelmetalle in der Vermögensstruktur Sinn? Das kann man umdrehen und man kann fragen, für wen macht das eigentlich keinen Sinn? Und dementsprechend das nochmal kurz aus dem Diversifikationsaspekt hier entsprechend dargestellt. Sie sehen hier drei beispielhafte Portfolios. Ein Portfolio besteht einfach nur aus US-Aktien. Ein Portfolio besteht zu 90% aus Aktien und zu 10% aus Gold. Das andere besteht aus 80 Aktien und 20% Gold. Und ich habe Ihnen hier für die letzten 20 Jahre die Wertentwicklung mitgebracht. Und was man sehr schön sehen kann, ist, dass eben unser Portfolio Nummer 3, wo der Goldanteil eben auch am höchsten ist, dann hat die Komponente von Gold, dieser Risikostreuungsaspekt zu den Aktien, also zu den Wachstumswerten, hat sehr gut funktioniert. Sie sehen schon hier, das reine Aktienportfolio hat den größten Verlust gemacht und das Portfolio mit der höheren Goldquote hat sich stabiler gehalten. Das ist jetzt natürlich nur ein Ausschnitt. Sie wissen, wenn man das Portfolio noch ein bisschen breiter strukturiert, man ergänzt beispielsweise Anleihen, dann haben Sie eine weitere Verbesserung der Charakteristika. Wenn man innerhalb der Aktienquote streut, also beispielsweise auf Aktien mit höheren Qualitätsansätzen, auf Aktien mit geringerer Schwankungsbreite, dann kann man weitere Diversifikationsvorteile hier entsprechend generieren. Und dementsprechend auch der Ansatz hier, sehen Sie Gold als ein Element in der Vermögensstruktur, was Diversifikationsvorteile bieten kann, was durchaus auch zu Zeitpunkten enttäuschen kann, weil es beispielsweise auch veräußert wird, um an anderer Stelle Kursverluste zu kompensieren. Wir haben das jüngst im Abverkauf gesehen. Da waren auch Anleihen sehr guter Bonität betroffen, weil die Marktteilnehmer Geld benötigt haben. Also dementsprechend, Diversifikation wirkt meistens nicht zum Zeitpunkt, sondern auch über einen gewissen Zeitraum. Und das hat Gold auch in der jüngsten Korrektur hier wieder ganz ordentlich gemacht. So, jetzt wären wir an der Stelle, wie man in Edelmetalle investieren kann. Und dann würde ich das mal zu Frau Hassenthal entsprechend hier wieder zurückgeben. Ja, vielen Dank. Ich schaue mal ganz kurz nach, ob das geklappt hat. Ja, das hat es. Sehr schön. So, nachdem wir jetzt einen sehr, sehr guten Abriss bekommen haben, mal zum allgemeinen Investment Case und eben auch die Frage, für wen sind Edelmetalle in der Vermögensstruktur sinnvoll, möchte ich mich nun auf drei Hauptvehikel fokussieren, die eine Investition in Edelmetalle ermöglichen. An dieser Stelle möchte ich vorausschicken, wie gesagt, es sind drei. Es gibt selbstverständlich eine Unzahl an Möglichkeiten, in Edelmetalle zu investieren. Es werden gerade in Zeiten wie diesen täglich mehr, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass das Thema natürlich eben insbesondere in Zeiten wie der aktuellen Phase einfach ein, ja, auch ein Stück weit ein Marketingthema ist und natürlich da jeden Tag neue Instrumente und Möglichkeiten entstehen. Aber wir konzentrieren uns hier auf die drei Varianten, die aus unserer Sicht für die Breite der Anleger sinnvoll sind, und möchten uns vor allem anhand einer Systematik, die ich da einfach mal eingeführt habe, möchte ich mich mit Ihnen durch die verschiedenen Instrumente bewegen. Wie gesagt, es geht ja darum, eine sinnvolle Variante zu finden. Eine ganz wichtige Frage, die im Grunde genommen vorauszuschicken ist. Ich habe es auch eben parallel schon in den Fragen gesehen, dass da ganz viele Fragen zu diesem Punkt kommen, nämlich im Grunde zusammengefasst, welche Funktion erfüllt denn das Edelmetall in meiner Vermögensstruktur? Das ist eigentlich die Frage, die all diesen,
diesen Rückfragen wiederum übergeordnet ist. Ja, denn letzten Endes bemisst sich das Instrument, das Sie einsetzen, zu einem großen Maß anhand dieser Fragestellung. Welches Weltbild habe ich, beziehungsweise welche Funktion verfolge ich mit der Investition in Edelmetalle, beziehungsweise welche Funktion hat das Instrument in meiner Vermögensstruktur? So viel vielleicht mal vorab gesagt. Das Ganze wird jetzt gleich klarer, wenn wir uns mal das erste Vehikel anschauen, nämlich der offensichtlichste Fall, der direkte physische Erwerb von Edelmetallen. Das heißt also der Kauf von Goldmünzen beziehungsweise Barren oder Silbermünzen oder Barren. Also das Motiv, der direkte physische Einfluss. Ja, also Stichwort, welches Motiv verfolge ich mit der Investition in Edelmetalle und welche Funktion steckt da insbesondere implizit dahinter? Das ist das, was Christoph auch schon mal angesprochen hat, wirklich zu sagen, okay, ich habe eben dieses Thema systemische Ereignisse, Schutz vor Extremrisiken, also wirklich diese Thematik Vermögensversicherung. Also ich sage hier wirklich auch gezielt Vermögensversicherung und nicht Portfolioversicherung, weil typischerweise, also auch so in unserer Wahrnehmung, dieses Thema physischer Erwerb sich eigentlich auch als Versicherung auf die Gesamtvermögensstruktur bezieht. Ja, das heißt also, hier geht es wirklich darum, die Gesamtvermögensstruktur, soweit das möglich ist, ja, also zu dem Thema kommen wir ja auch noch, gegen Extremrisiken abzusichern und hier ganz klar der Fokus auf physischem Erwerb, denn was habe ich bei physischem Erwerb? Naja, ich habe den direkten physischen Einfluss. Vorausgesetzt eben natürlich, die Edelmetalle liegen bei mir auch in irgendeiner Weise im direkten Einfluss. Optimalerweise tatsächlich, wenn ich von einem solchen systemischen Ereignis ausgehe, in irgendeiner Form von privater Verwahrung. Denn tatsächlich, auch das habe ich in den Fragen schon häufiger jetzt eben gelesen, ist es natürlich fraglich, je nachdem, welches Szenario man sich ausmalt, ob man, wenn die Edelmetalle im Tresor einer Bank liegen, dort unmittelbaren Zugriff drauf hat, ja oder nein. Das kommt tatsächlich ganz auf das Szenario und auf das Meinungsbild an, das ich als Anleger vertrete. Grundsätzlich ist es aus unserer Sicht durchaus vertretbar, Edelmetalle auch im Tresor einer Bank zu lagern. Es gibt aber durchaus auch Kunden, beziehungsweise auch hier wieder Stichpunkt Streuung, Kunden, die sagen, okay, ich habe einen Teil des physischen Edelmetalls eben meinetwegen im Tresor bei der Bank, aber tatsächlich, wir nennen das so ein Stück weit Handgeld, das heißt also kleinere Stückelungen bei mir zu Hause in irgendeiner Form von direkter Verwahrung mit direktem Zugriff, von denen im Optimalfall vielleicht auch niemand was weiß. So, Stichwort niemand was wissen. Ich gehe hier mal ein Stück weiter. Was sind die Hauptkriterien oder Hauptcharakteristika der physischen Investition? Naja, grundsätzlich muss ich als Käufer Transport- und Lagerkosten selbst tragen. Die sind, gerade wenn ich mir einen Tresor bei der Bank miete, in Klammern, sofern ich, je nachdem, wo Sie wohnen, überhaupt noch einen bekomme, nicht unerheblich. Also das sind durchaus Kosten pro Jahr, die da anfallen, die sich im dreistelligen Bereich aufhalten können. Das heißt, da muss man ganz klar schauen, habe ich überhaupt die Möglichkeit und Zugriff auf einen Tresor und was kostet das Ganze? Dann habe ich eventuell eine Mehrwertsteuerpflicht beim Erwerb. Also das bezieht sich hier in diesem Fall insbesondere auf physisches Silber. Ich habe im typischen physischen Erwerb eine Abgeltungssteuerfreiheit oder eine Steuerfreiheit nach 12 Monaten, weil es sich dann um um private Veräußerungsgeschäfte handelt. Entschuldigung. Aufgrund der eher trägen Handelbarkeit sind physische Edelmetalle und auch aufgrund ihrer Funktion für die Gesamtvermögensstruktur sind physische Edelmetalle typischerweise strategische Investitionen. Also ich kenne eigentlich keinen Fall, in dem physische Edelmetalle mit einer hohen Frequenz gehandelt werden. Dazu kommen wir noch, da bieten sich andere Instrumente an, zumal, wie gesagt, strategisch auch schon deshalb, weil ich erst nach einem Jahr in den Genuss
der Steuerfreiheit komme. In Klammern hier, das ist ja auch unsere Arbeitsweise, natürlich nur dann, wenn ich das Ganze auch im Privatvermögen kaufe. Das heißt, alles, was ich an dieser Stelle und auch fortfolgend sage, gilt für den privaten Investor. Es kann durchaus ganz anders aussehen, wenn ich die Investitionen im Betriebsvermögen tätige. Das heißt hier ganz klar der Aufruf, sofern ich Investitionen im Betriebsvermögen plane, stellt sich die Frage, welche Instrumente da dann sinnvoll sind. Das kann durchaus ganz anders aussehen. Ich habe es eben gerade gesagt, Stichwort, im Optimalfall weiß niemand was von den Positionen, die ich zu Hause halte. Das war in der Vergangenheit ja auch häufig ein Instrument, um einfach mal etwas Bargeld aus dem System in einen nicht nachvollziehbaren Vermögenswert zu bringen. Da geht es jetzt gar nicht um irgendwelche Steuerverkürzungsaspekte, sondern schlicht und ergreifend um die Thematik, dass man sagt, okay, ich möchte auch ein bisschen Vermögen halten, von dem niemand was weiß. Da ist es seit Beginn dieses Jahres eben einfach so, es sind nur noch 2.000 Euro Investitionen möglich, ohne Registrierung. Das heißt also, wenn man einen Unzenpreis bei der Goldunze von 1.700 Euro etwa hat, ist da eine Unze drin. So, das heißt also ganz klar, hier physische Investition für direkten Einfluss und als Schutz der Gesamtvermögensstruktur vor Extremrisiken. Hier natürlich die Frage nach der Quote. Das ist tatsächlich auch ein bisschen von Vermögensstruktur zu Vermögensstruktur unterschiedlich. Christoph hatte das ja eben schon angesprochen. Je besser gestreut, desto weniger ist das vielleicht notwendig. Es geistern ja immer mal diese 5 bis 10% als Zielquote umher. Da stellt sich dann eben tatsächlich die Frage, auf welchen Teil der Vermögensstruktur beziehen sich diese 5 bis 10%. Wie gesagt, kann von Fall zu Fall variieren. Eine Anmerkung an dieser Stelle noch, diese berühmte Lagerung im Zollfreilager durchaus auch von uns eingesetzt, weil es insbesondere natürlich für das Edelmetall Silber einen Vorteil bei der Mehrwertsteuer bietet. Da muss ich mir natürlich die Frage stellen, erfüllt die Lagerung im Zollfreilager mein Motiv respektive die Funktion? Grundsätzlich erstmal ja, sonst würden wir es auch nicht einsetzen, aber hier auch wieder Stichwort Streuung. Für wirklichen direkten physischen Einfluss ist die Lagerung im Zollfreilager vielleicht nicht zwingend das Mittel der Wahl, auch wenn ich hier einen Anspruch auf physische Auslieferung habe, denn das Zollfreilager ist nun mal nicht bei mir im Garten, sondern im Zweifel in der Schweiz und wir alle haben keine Glaskugel, wir wissen es nicht, aber im Fall der Fälle sind die ja die unterschiedlichsten Szenarien denkbar und da ist es dann eben wirklich fraglich, ob sie mit dem Kofferraum voll Silber oder Gold dann noch über die Grenze zurückkommen. Aber da möchte ich mich jetzt gar nicht so sehr drauf einlassen. Nur an dieser Stelle der Hinweis, fragen Sie sich eben immer, oder das ist das, was wir auch unsere Kunden immer fragen, was genau ist das Motiv? So, hier so eine kleine Checkliste. Ich blende sie Ihnen kurz ein, sehen Sie ja dann auch in der Videoaufnahme, aber grundsätzlich hier einfach mal für Sie zum Überblick. So, nächstes Thema, Exchange Traded Commodity, also im Grunde genommen ein ETF mit physischem Edel oder mit Edelmetall oder Rohstoffrückdeckung sozusagen oder mit Rohstofffokus, das Ganze als ETC bezeichnet. Hier ist das Motiv natürlich ein anderes, nämlich es ist die Partizipation an Preisentwicklung, möglicherweise auch das Thema Auslieferungsanspruch. Und was ist die Funktion? Hier jetzt ganz genau der Gegenbegriff, nicht Vermögensversicherung, sondern aus unserer Sicht insbesondere Portfolioversicherung. Das heißt hier eine Wertpapier-Portfolioversicherung auf das Wertpapiervermögen. Natürlich könnte diese Funktion oder könnte diese Position auch eine Gesamtvermögensstrukturversicherung sein. Da muss man sich dann, wie gesagt, aufgrund der Ausführungen im physischen Bereich aber die Frage stellen, erfüllt das wirklich diese Funktion? Deswegen hier mal Portfolioversicherung und Renditechance. So, es handelt sich um ein Zertifikat, das möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen, somit grundsätzlich um eine Inhaberschuldverschreibung, die, wie Sie wahrscheinlich wissen oder jetzt wissen,
mit einem Emittentenrisiko belegt ist. Das heißt also, im Falle des Ausfalls dieses jeweiligen Emittenten besteht hier die Gefahr des Totalverlustes. Lösungswege schon seit einigen Jahren am Markt, Zertifikate mit physischer Rückdeckung und Lieferanspruch versehen. Das heißt, hier haben Sie die Thematik dann eben entsprechend nicht und können, man kann das Emittentenrisiko über diese Variante sozusagen ausschließen. So, zusätzlich natürlich der Hinweis auch hier nochmal von Christoph. Wir haben hier durch die Konstruktion als ETC und somit als Zertifikat die Möglichkeit, wirklich 100% in einen Rohstoff zu gehen. Denn, und das habe ich an dieser Stelle nämlich ausgelassen, es gibt natürlich auch Investmentfonds, so Goldfonds, die in Form eines Investmentfonds strukturiert sind oder auch in Form eines ETFs strukturiert sind. Da haben Sie das Thema aufgrund der deutschen oder der Gesetzgebung, dass da immer eine sehr, sehr breite Streuung vorgesehen ist in diesen Instrumenten. Das heißt, Sie werden dort nie eine so fokussierte Abdeckung des Edelmetalls sehen. Und wenn man sich die Goldfonds entsprechend anschaut, sieht man da auch Abweichung. Und ganz klar, man hat nicht die Abgeltungssteuerfreiheit nach 12 Monaten. Also das eine Sonderform. Es handelt sich hier um ein Wertpapier, typischerweise im Rahmen der Abgeltungssteuer. Aber aufgrund der physischen Rückdeckung und des klaren Fokus beim einigen dieser Instrumente eben nach 12 Monaten eine Abgeltungssteuerfreiheit, tatsächlich also selbst von der Finanzverwaltung behandelt wie eine physische Investition in Edelmetalle. Aber nochmal der Hinweis, das ist eine Sonderform. Nicht jedes Gold oder nicht jeder Gold-ETC oder Edelmetall-ETC hat diese physische Rückdeckung. Das heißt also hier wirklich Fokus oder Blick darauf, was genau liegt vor, was genau möchten Sie tun. Denn es kann durchaus auch sein, dass je nach Funktion in Ihrem Portfolio diese Rückdeckung und damit auch die nach 12 Monaten geltende Steuerfreiheit gar nicht gewünscht ist. Nämlich dann, wenn Sie relativ schnell handeln möchten, denn dann haben Sie tatsächlich eher einen Nachteil aus dieser Konstruktion, weil dann gilt nämlich der normale tarifliche Steuersatz. Das heißt also nicht 25% Abgeltungssteuer, sondern Ihr tatsächlicher Steuersatz für alle anderen Einkünfte. Und damit wäre es dann, wenn ich kurzfristig handeln möchte oder kurzfristig diese Position aufbauen und wieder auflösen möchte, dann ist es tatsächlich besser, ich nehme mir einen nicht rückgedeckten ETC, habe dann eben das Emittentenrisiko, suche mir vielleicht einen Emittenten, bei dem das entsprechend vertretbar ist und habe dann tatsächlich die bessere Wahl. So, hier kurz mal. Oder wenn ich es noch kurzfristiger haben möchte und möchte das Ganze vielleicht sogar noch mit einem kleinen Hebel tun, dann ist das Instrument, das ich noch abschließend kurz betrachten möchte, das Thema Minenaktien, also Aktien am ganz normalen Aktienmarkt gehandelt auf entsprechende Unternehmen, die für die Goldproduktion bzw. Goldgewinnung zuständig sind. Hier ist es tatsächlich so, es geht um die Partizipation an eher tendenziell auch kurzfristigen Entwicklungen und ganz klarer Fokus auf Renditechance. Hier ein wichtiger Hinweis, in typischer Weise funktionieren Minenaktienindizes immer mit einem Hebel auf die Edelmetallpreise und dieser Hebel gilt sowohl nach oben als auch nach unten. Das heißt, hier wirklich ganz genau schauen, wie ist meine Risikobereitschaft, passt das in meine Vermögensstruktur und passt das zu meinem Anlagehorizont? Und nicht zu vergessen, ich habe bei diesen Aktien, weil es eben ganz normal am Aktienmarkt gehandelte Positionen sind, auch immer das Risiko des allgemeinen Aktienmarktes, das also auch nicht zu vernachlässigen. Und an dieser Stelle auch noch ein relativ, aus meiner Sicht relativ häufig vernachlässigter Hinweis, nämlich der Blick auf das Geschäftsmodell des Minenbetreibers, insbesondere dann, wenn ich vielleicht auch einen Index kaufe, denn hier stellt sich immer die Frage, haben diese Minenbetreiber das Gold entsprechend am Kassamarkt oder ist das entsprechend über den Terminmarkt schon vorverkauft? Denn da muss man ganz klar sagen, es gibt durchaus auch entsprechende Indizes,
mit Minenbetreiber, die ihre Position nicht über Termin bereits schon vorverkauft haben, so dass man hier wirklich schauen muss, was ist meine Funktion, was möchte ich erreichen. Also hier lohnt sich auch nochmal ein genauerer Blick in die jeweiligen Bedingungen. So, damit möchte ich wieder zurückgeben. Ich habe etwas länger geredet, als ich das eigentlich wollte. So, meine Damen und Herren, was gibt es jetzt zu beachten? Wir haben hierbei die typischen Fallstricke herausgenommen, die Anleger oft, teilweise auch, weil es in den Medien einseitig dargestellt wird, machen. Hier zunächst mal der Vergleich. Was Sie hier sehen, ist die eingepreiste Volatilität. Sie kennen das alle. Für den DAX ist das der sogenannte VDAX. Dieser Angstindex für den S&P 500 ist der VIX. Und was Sie hier sehen, ist dementsprechend dieser Volatilitätsindex in Orange hier dargestellt für den US-Aktienmarkt, S&P 500. Sie sehen im Endeffekt hier auch den Anstieg, den wir Ende 2018 hatten, als schon mal alles abverkauft wurde. Sie sehen jetzt diesen Rekordanstieg im Rahmen der jüngsten Corona-Crash-Thematik. Und das Gleiche habe ich Ihnen hier nach der Logik auch für Gold abgetragen. Und was Sie hier sehr schön feststellen können, insbesondere im langfristigen Kontext, das Gold hat ungefähr eine Schwankungsbreite wie der Aktienmarkt. Das heißt, das Argument zu sagen, ich kaufe Gold, und der Nachteil bei Gold ist ja, es hat keine Zinsen und dein Konto hat auch keine Zinsen. Der ist natürlich in der absoluten Betrachtung der laufenden Erträge durchaus korrekt, weil das Konto zahlt keinen Zins und Gold zahlt auch keinen Zins, wie wir wissen, hat also keinen laufenden Ertrag. Risikogewichtet, wenn wir an Schwankungen denken, also Volatilität, wie man im Finanzjargon sagt, dann muss man eigentlich sagen, dann vergleiche ich Gold natürlich nicht mit einem Konto, sondern ich muss Gold zumindest vergleichen mit einem global gestreuten Portfolio, was aus Aktien, Anleihen, natürlich auch in Teilen Gold, besteht und muss dann die Kennzahlen vergleichen hinsichtlich laufender Erträge, Dividendenrendite, Kursgewinne und Ähnlichem. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wenn Ihnen jemand erzählt, kaufen Sie Gold, weil Gold zahlt keine Zinsen und auf dem Konto kriegen Sie auch keine Zinsen, dann ist das ein sehr schlechtes Argument, weil Sie betrachten nur eine Dimension, nämlich den laufenden Ertrag. Was Sie aber nicht betrachten, ist die Schwankungsbreite. Und wenn man das in Bezug setzt, dann muss man Gold letztendlich mit einem breit diversifizierten Portfolio und auch deren Charakteristika vergleichen. Gold versus Goldminen hatten wir eben auch schon kurz als Thema. Grundsätzlich, ja, es hat einen gewissen Hebel. Alles, was Frau Hassenthal auch eben ausgeführt hat. Aber mit diesen Korrelationen, mit diesem erwarteten Verhalten, ist es immer eine schwierige Geschichte. Man sagt oft, Risikostreuung habe ich so lange, bis ich sie brauche. Und dementsprechend Korrelation, also der Gleichlauf oder auch der gegensätzliche Verlauf von Vermögenswerten, der ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Und wir sehen das hier zum Beispiel jetzt auch mal dargestellt, habe Ihnen jetzt einfach mal das Ganze im Verlauf seit 2012 mitgebracht. Und da sehen Sie das in unterschiedlichen Phasen, dass wir zwar Zeiträume haben, wo Gold und Goldminen entsprechend sich in die gleiche Richtung bewegen, aber unterschiedlich stark. Aber Sie haben auch andere Phasen, wo beispielsweise Gold stabil bleibt und die Goldminen fallen. Von daher, wie wir es eben ausgeführt haben, auch daran muss man denken. Noch dazu natürlich auch die Schwankungsbreite bei Goldminen eine andere als bei Gold. Also auch hier im Portfolio-Kontext muss man sich immer über den Risikobeitrag Gedanken machen. Und da schwankt natürlich die Goldminen stärker als Gold. Und auch Silber schwankt stärker als Gold. Also wenn Sie beispielsweise 10% Gold in Ihrer Vermögensstruktur haben, dann hat das einen anderen Schwankungsgrad, den es zum Gesamtportfolio-Risiko beiträgt, wie wenn Sie 10% Goldminen haben. Ein anderes Thema, was wir oft nochmal gefragt werden, ist dieser Aspekt Gold-Silber-Ratio. Und Sie sehen das hier mal dargestellt, hier auch auf einem Spitzenwert, also die Relation von wie viel Unzen Silber bekomme ich für eine Unze Gold. Und Sie sehen schon hier, dieses Ratio hat sich auf 112 aktuell erhöht. Also man könnte sagen, Silber jetzt historisch günstig im Vergleich zu Gold. Aber hier sieht man eben auch genau die Komponente, dass sowohl Gold als auch Silber gehören natürlich physikalisch zur Gruppe der Edelmetalle. In der Kapitalanlagepraxis ist es allerdings so, dass Gold
einen sehr, sehr stark monetären Charakter hat, hat keinerlei Bedeutung in der Industrie, wohingegen Silber einen sehr, sehr starken Bezug auch zur Industrie hat und dementsprechend sich auch eher verhält in vielen Phasen wie ein Industriemetall, also beispielsweise eher wie Kupfer. Und dementsprechend muss man auch das berücksichtigen, weil wir sehen genau aktuell, Gold spielt wirklich in der jetzigen Phase auch die Vorteile des monetären Edelmetalls aus. Silber hat eben momentan eher diese wirtschaftliche Komponente, eben dieses klassischen Edelmetalls, was auch in der Industrie benötigt wird und die Industrie natürlich im aktuellen konjunkturellen Umfeld deutlich im konjunktursensibler. Das heißt, Silber ist deutlich konjunktursensibler, als sich das Ganze bei Gold dementsprechend darstellt. Also auch das etwas, worauf man achten muss. Dementsprechend bei der Zusammenstellung eines Portfolios im Bereich der Edelmetalle gilt es natürlich ganz klar zu sagen, dass physische Gold im direkten Besitz oder über einen physisch gedeckten ETC, im besten Fall mit Lieferanspruch, das ist die Basis. Dann kann man in kleinen Stückelungen ein bisschen Goldminen ergänzen, vielleicht ein bisschen Silber ergänzen, muss sich aber klar machen, dass Goldminen und Silber nominell deutlich weniger ausmachen müssen an diesem Goldkuchen, weil die Schwankung einfach deutlich größer ist. Also dementsprechend nicht einfach gleichgewichten, also nach dem Motto Drittel Gold, Drittel Goldminen, Drittel Silber, sondern eben diese Risikobeiträge im Portfolio-Kontext auch hier eben sich noch klar machen, weil wie gesagt, es geht ja nicht nur darum, was sie nominell im Portfolio haben, sondern auch wie stark die jeweiligen Schwankungen sind. Und über diese Schwankungen definiert sich auch der Rendite- und der Risikobeitrag. Wenn wir nun nach vorne schauen, dann können wir das nochmal so zusammenfassen, dass wir davon ausgehen, dass dieses Szenario, was wir aktuell sehen, der steigenden Staatsverschuldung, der wachsenden Notenbankbilanzen, die werden dafür sorgen, dass die Zinsen, die nominellen Zinsen, auf absehbare Zeit quasi auf der Nulllinie zementiert sind. Dementsprechend Inflationsraten, die fallen zwar aktuell nach der offiziellen Lesart gemessen an den Warenkörben, aber selbst mit dieser offiziell niedrigen Inflation sehen wir aktuell diese finanzielle Repression. Und das sehen Sie mal hier dargestellt. Sie wissen, wir veröffentlichen diesen Inflationscheck einmal im Monat, können Sie bei uns auf der Webseite einsehen. Und da sehen Sie schon nach der offiziellen Lesart Inflation im März 2020 1,4%. Sie sehen fünfjährige deutsche Staatsanleihen minus 0,7%. Kontoguthaben, auch bei soliden Banken, steigt jetzt ein bisschen an, weil die Banken Geld brauchen, aber zumindestens die Null. Aber Sie sehen es auch schon mit Euro-Staatsanleihen, auch mit Unternehmensanleihen. Selbst nach den etwas Kursverlusten, die wir gesehen haben jetzt, sehen Sie auch hier, das reicht nach Abgeltungssteuer noch nicht, um die offizielle Inflation zu schlagen. Von daher der Blick nach vorne. Wir glauben, wir werden die finanzielle Repression als Dauerthema haben. Das wird uns die nächsten Jahre begleiten. Also es wird keine wirklich nominellen Zinsen geben. Wir haben gleichzeitig eine Inflation, die den Realzins unter Null drückt. Wie gesagt, das spricht ja auch wiederum für Gold mit den ganzen einschränkenden Ausführungen und zu bedenkenden Parametern, die wir ausgeführt haben. Am Ende des Tages wird man sich die Frage stellen müssen, um das System der kapitalgedeckten Altersvorsorge nicht gegen die Wand zu fahren, um sicherzustellen, dass die Konzerne, die Mittelständler nicht unter den explodierenden Pensionszusagen zusammenbrechen, weil niedrige Zinsen diese Pensionsverpflichtungen in Richtung unendlich konvergieren lassen. Könnte es durchaus sein, dass wir irgendwann den Sachverhalt haben, dass wir in einer konzentrierten Aktion sagen, die Staatsanleihen, die bei den Notenbanken liegen, die erlassen die Notenbanken eben den Staaten. Am Ende des Tages linke Tasche, rechte Tasche, dann würde im Endeffekt die Staatsverschuldung massiv zurückgehen. Das könnten Sie alles kombinieren mit einem sogenannten Green Deal oder mit einem Restart oder mit der gemeinsamen gesellschaftlichen Antwort auf die Demografie in den Industrienationen, auf viele andere geopolitische und umweltpolitische Herausforderungen. Und dann hätten wir die Thematik, dann würde die Staatsverschuldung sinken. Man könnte dann auch wieder im gewissen Maße Zinsen zahlen, zumindest so viel, dass die kapitalbasierte Altersvorsorge eben nicht gegen die Wand fährt. Also, das wäre ein mögliches Szenario an dieser Stelle. Von daher, ich hatte das schon mal eingeblendet in unserem letzten Webinar, machen Sie sich immer klar, mit welcher Investition verfolge ich welchen Zweck? Also will ich mein Vermögen bewahren vom Wert her? Rechnen Sie das in Kaufkraft oder rechnen Sie das in Nominal? Also 100 € auf dem Konto sind in einem Jahr noch 100 €.
vor Inflation, nach Inflation. Das andere ist, will ich mein Vermögen vor Inflation schützen? Also auch hier geht es darum, wie sind die Inflationserwartungen, wie ist meine Vermögensstruktur? Will ich regelmäßig Kapital entnehmen oder brauche Erträge? Dann muss ich mir beispielsweise auch eine hohe Quote Gold leisten können, weil Gold hat ja genau keinen laufenden Ertrag und ist dementsprechend deutlich schlechter gestellt als ein Portfolio, was sehr stark auf Ausschüttungen ausgerichtet ist, wo ich zwar massive Schwankungen mal haben kann in Krisen von 20%, aber aktuell ja irgendwo auf dem laufenden Ertrag nach den Kursverlusten von 5 bis 5,5% komme. All das gilt es sich immer klar zu machen, was ist hier Ihre Anlegersicht? Und das muss ich übersetzen in ein Portfolio-Ziel, wobei in der Realität werden es verschiedene Portfolio-Ziele sein. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich diese klar macht, um dementsprechend auch festzulegen, wo brauche ich welchen Anteil an Edelmetallen, was ist welchem Ziel zuzuordnen. Und wenn ich die einzelnen Ziele addiere, welche Gesamtvermögensstruktur ergibt sich und habe ich dann wiederum Klumpenrisiken. Weil was durchaus sein kann, ist, dass Sie in den einzelnen Zielen alles richtig machen, aber in der Gesamtbetrachtung doch wieder ein Klumpenrisiko an dieser Stelle haben. Dementsprechend denke ich, so kann man es zusammenfassen. Ich hoffe, es waren einige Denkanstöße dabei und ich glaube, wir können jetzt die Aufzeichnung beenden und zur Fragerunde übergehen.